Hey, hier ist René, ich begrüße Sie zu diesem Video und heute machen wir mal die Auswertung von dem Livestream für den Monat Januar 2019. Du siehst den Livestream hier gerade nochmal im Hintergrund, der läuft jetzt live seit Dezember 2017, also mittlerweile schon echt ein bisschen über ein Jahr und wir waren tatsächlich jeden Tag live, sogar an den Wochenenden, wo man nicht sehen kann. Von daher, diese Kontinuität will ich eigentlich beibehalten, deswegen will ich auch jeden Monat meine Monatsauswertung machen. Also ich mache das mal zu und diesmal habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet und habe jetzt schon alle Trades eingepflegt. Also du siehst auch hier bis unten sind im Trade Buddy alle Strategien eingetragen, sodass ich direkt loslegen kann mit der Übersicht und mit den Filtermöglichkeiten. Stand heute sind jetzt insgesamt 1057 Trades gemacht worden. Das heißt, ja, im Schnitt sind im Monat so 70 bis 100 Trades, gemacht worden. Ein bisschen mehr. So 70 wahrscheinlich im Schnitt irgendwie. Jetzt immer grob überschlagen. Netto Profit ist jetzt gerade bei minus 66 Euro, also immer noch im Drawdown, immer noch im größten Drawdown seit der gesamten Laufzeit. Der ist, der maximale Drawdown war bei 13,72% oder ist bei 13,72%, weil da befinden wir uns ja gerade noch drin. Und in Geld sind das hier diese 187 Euro. Also alles, Drawdown natürlich schon seit längerer Zeit, aber von den Summen her natürlich durchaus verkraftbar. Ansonsten hier, ich mache mal vielleicht die gesamte Analyse erstmal für den Gesamtzeitraum. Man sieht jetzt hier die Kennzahlen. Sell Trades und Buy Trades hält sich ungefähr die Waage. Auch von den Trefferquoten ist beides ungefähr bei 35%. Sieht man auch hier nochmal bei der Gesamttrefferquote. Ansonsten Verlust Trades logischerweise die anderen 65%. Und man sieht hier Gewinn Trades nach wie vor deutlich größer als Verlust Trades. Natürlich bei den großen CRVs wird es auch so bleiben. Und auch der durchschnittliche Gewinn Trade ist natürlich größer als der durchschnittliche Verlust Trades. Dann haben wir die Gewinnserien. Wir haben maximal mal 7 Gewinn Trades in Folge gehabt. Maximal mal 17 Verlusttrades in Folge gehabt und in Geld haben wir sogar mehr verloren in dieser Serie, als dass wir in der Gewinnserie da gewonnen hatten. Ansonsten kommen wir mal zur Grafik und hier sieht man jetzt, dass wir uns immer noch wirklich auf diesem niedrigen Niveau hier befinden, immer noch quasi ganz am Tief der Equity-Kurve und ich habe eben schon mal geschaut, der Monat, jetzt muss ich mal gerade nochmal schauen, Januar ging irgendwo hier los, das werden wir auch gleich natürlich dann nochmal in der Auswertung für den Monat sehen. Genau, also irgendwo hier ging der Monat Januar los. Das heißt, da haben wir auch wieder Geld verloren. Sehen wir dann gleich nochmal in der Monatsauswertung. Ich mache jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Und zwar filtere ich jetzt auch hier zuerst mal die Strategien für den Gesamtzeitraum, wo ich jetzt gerade schon dabei bin, das zu erklären. Und da fangen wir natürlich an mit der Open Range Breakout Strategie. Die machen wir auch mal zuerst nur im Euro-US-Dollar. Wenn wir das filtern, okay. Da sieht man jetzt, ja, es sieht immer noch gut aus über den Gesamtzeitraum. Müssen wir gleich mal in die Monatsanalyse schauen. Aber über den Gesamtzeitraum immer noch mit Abstand die beste Strategie, die Open Range Breakout Strategie mit dem Range Breakout Expert Advisor umgesetzt. Dann machen wir das gleiche nochmal für US-Dollar, japanischen Yen. Da bin ich sehr gespannt. Da waren wir nämlich im letzten Monat knapp über 0, glaube ich. Jetzt haben wir wieder verloren in dem Monat Januar und sind jetzt hier wieder mit der Gesamtstrategie über den Gesamtzeitraum 30 Euro hinten. Was gar nicht mal so wenig ist eigentlich für die Open Range Breakout Strategie, die eigentlich am stabilsten ist, zumindest im Euro-US-Dollar. Die Kennzahlen hier auch nochmal zu ORB, US-Dollar, japanischen Yen. Kannst du dir das Video pausieren, wenn du da genau drauf schauen möchtest nochmal. Dann machen wir mal die nächste Strategie, ATR Breakout, ist nur im Euro-US-Dollar gehandelt. Sind wir gerade leicht hinten mit 6 Euro und ja, sind auch aktuell wieder in einer starken Verlustphase, also sehr viele Verlusttrades hintereinander gesehen. Wir können auch hier nochmal schauen. Das waren insgesamt 15 Verlusttrades in Folge jetzt hier. Und ja, ansonsten hier die Kennzahlen. Trotzdem sind wir nur 6 Euro in Anführungsstrichen hinten, was dafür eigentlich okay ist, dafür, dass wir gerade in so einer langen Verluststrecke sind. Gehen wir mal zum Donkin Channel System. Das war letzten Monat, meine ich, noch ein gutes Stück unter Wasser. Wenn wir da jetzt filtern, genau, sind wir immer noch 50 Euro hinter hier. Also immer noch auch stark unter Wasser. Auch hier tatsächlich 15 Verlusttrades in Folge. Wahrscheinlich auch in der letzten Zeit, ja. Genau, hier kann es aber gut sein, dass wir im Januar mal wieder Gewinn gemacht haben. Zumindest in letzter Zeit sieht es so aus, als würde die Kurve sich wieder langsam nach oben kämpfen. Schauen wir gleich mal in der Monatsauswertung nochmal rein. Und auch hier gehen wir natürlich für den Gesamtzeitraum nochmal auf das SAR-System. Und das ist nach wie vor immer noch mit Abstand das schlechteste System.
Mit 104 Euro hinten. Ja, ist auch, hat, ja, wird sich zeigen, ob es jetzt hier so einen Boden gefunden hat oder ob es jetzt weiter so geht. Aber wie gesagt, ich wollte die Systeme so in der Form erstmal weiter laufen lassen, um einfach mal über einen längeren Zeitraum auch diesen Vergleich zu haben, ob denn der Backtest mit der Realität so mehr oder weniger übereinstimmt. Und ich denke mal, das Projekt ist richtig und wichtig auch, weil es, glaube ich, das einzige Format ist, wo man über einen längeren Zeitraum live Trading mit Backtest vergleicht, was es so auf YouTube gibt, beziehungsweise hätte ich es noch nirgendwo gesehen. Von daher, für mich will ich es machen, für euch will ich es auch weitermachen. Genau, dann, ja, also bisher hat es übrigens immer relativ gut übereingestimmt mit Backtest und Realität. Von daher bin ich nach wie vor noch zuversichtlich. Genau, das war jetzt der letzte im Überblick für eine Gesamtstrategie. Das war SAR-System im US-Dollar-japanischen Yen. Und ja, jetzt gehen wir mal auf den Monat. Ich filter mal hier raus. 1.1.2019 haben wir schon bis 31.01.2019. Kauf- und Verkaufposition. Ich mache mal hier alles wieder an soweit. Und dann gehen wir da gleich die Strategien nochmal einzeln durch. Also filtern. Wir haben Verlust gemacht, was ich ja eben schon angekündigt hatte. Natürlich haben wir Verlust gemacht. Hat man ja in der Equity vom Gesamtzeitraum schon gesehen. Und zwar 56 Euro im Monat Januar. Das bedeutet einen Profitfaktor von 0,75 und 83 Trades waren das. Ist ja auch relativ nah dran an meinem Schnitt, den ich eben grob überschlagen habe von 70 Trades. Ja, du siehst hier die Kennzahlen. Hier sieht man ja zum Beispiel, dass die Sell-Trades ein gutes Stückchen unter Schnitt sind, also von der Trefferwahrscheinlichkeit. Eigentlich ist der Durchschnitt ja bei 35 ungefähr gewesen. Hier haben wir jetzt nur 30% gewonnen. Auch hier ist der Schnitt ja, ein paar Prozente unter dem Gesamtschnitt, sage ich mal. Gewinntrades immer noch höher als Verlusttrades, logischerweise. Das wird sich auch eigentlich nie ändern, weil wenn sich das ändert, dann wird es schon ein ganz grausamer Monat gewesen sein. Hier sieht man aber auch, dass wir deutlich mehr Verlusttrades in Folge haben und insgesamt wahrscheinlich auch Gewinntrade, Verlusttrades, genau, hier sieht man 56 Verlusttrades zu 27 Gewinntrades, deswegen auch der schlechte Monat. Und genau, schauen wir uns mal die Grafik an, wie das in der Grafik aussieht. Hier sehen wir Anfang des Monats stark verloren, seitdem eigentlich mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Das heißt wirklich am Anfang des Monats ein bisschen auf den Deckel gekriegt, nachher wieder ja, stabilisiert und jetzt schauen wir mal, wie es im Februar weitergeht. Aber vorher wollen wir uns nochmal die einzelnen Strategien anschauen. Starten wir hier auch mit der ORB-Strategie im Euro-US-Dollar. Wir filtern das Ganze und sehen, dass wir hier einen Verlust gemacht haben, einen kleinen Verlust gemacht haben von 10 Euro. Also ein Fünftel des Verlustes fällt auf jeden Fall schon mal auf die ORB-Strategie im Euro-US-Dollar zurück. Schauen wir uns ORB mal im US-Dollar-Japanischen Yen an. Oh, hier haben wir einen Großteil des Verlustes tatsächlich realisieren müssen. Mit 35 Euro von den knapp 50, was wir insgesamt hatten. Und ja, man sieht hier auch, dass hier tatsächlich auch Anfang des Monats ordentlich gen Süden gerichtet war hier die Equity-Kurve. Und ja, danach auch nicht wirklich besser geworden. Also schlechter Monat für ORB im US-Dollar-Japanischen Yen. Gehen wir mal weiter. ATR-Breakout-System wird ja im Euro-US-Dollar nur gehandelt. Da haben wir 11 Euro Verlust gemacht. Ja, die Kurve sieht eindeutig aus, sind zwei Trades gemacht worden bei dem Verlust. Dann kommt es logischerweise zu so einem Ergebnis. Aber da werden auch nicht allzu viele Trades gemacht. Von daher ist das immer, sieht es da immer wilder aus, als es eigentlich ist. Weil wenn jetzt ein Gewinntrade kommt, dann hat er direkt wieder die Durchschlagkraft quasi wie 4 bis 5 Verlusttrades. Gehen wir mal weiter zum Donkin Channel System, was im Gold gehandelt wird. Und wir haben Gewinn gemacht. Das ist schön. Obwohl wir hier 4 Verlusttrades gemacht haben und nur einen Gewinntrade, haben wir Gewinn gemacht. Das ist genau das, was ich eben auch im ATR-Breakout-System meinte, weil ein Gewinn hier mit 28 Euro zum Beispiel deutlich größer ausfällt als die Verluste im Schnitt mit 5,50 Euro oder so. Hier siehst du nochmal die Kennzahlen dazu. Hier sieht man es auch nochmal schön. Wir haben einen Gewinntrade, 4 Verlusttrades und trotzdem ist der Gewinn größer als der Verlust. Und ja, genau, so mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Gehen wir zum letzten System, SIR-Record-System, US-Dollar-Japanischer Yen, bam, gefiltert. Minus 6 Euro, auch ein kleiner Verlust, also hier in dem System, war aber mal positiv auch. Und ja, minus 6 Euro ist jetzt eine normale Schwankung, sage ich mal. Wenn es plus minus 6 Euro ist, dann ist es jetzt nicht wirklich so relevant. Genau, von daher ist das alles im Rahmen bei der Trade-Anzahl. Und genau, das sollte auch eigentlich schon gewesen sein. Ich filter mal jetzt nochmal
oder ich zeige jetzt nochmal den Monat einmal in der Übersicht und dann wäre ich auch schon mit der Analyse hier wieder durch. Also das hier war der Monat Januar, man sieht Anfang des Monats oder Anfang des Jahres sogar ein bisschen auf den Deckel bekommen, danach erstmal seitwärts gerichtet und da bleiben wir jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Gehen wir nochmal auf die Gesamtperformance quasi von dem Portfolio. Hier sind mittlerweile tatsächlich ist eine ganz schöne Anzahl an Trades geworden, über 1000 Stück. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das Ganze weiter begleitest. Ich werde hier weiter versuchen, monatlich die Performance rauszuhauen und einen Überblick zu geben. Das ist, denke ich mal, spannend für alle von uns. Von daher würde ich mich freuen, wenn du nicht nur diese Videos schaust, sondern auch alle anderen. Dazu kannst du einfach kostenlos diesen Kanal abonnieren. Und wenn dir das Video und die Ehrlichkeit mit diesem Projekt gefällt, dann gib gerne einen Daumen nach oben und schreib vielleicht sogar deine Meinung in die Kommentare. Das freut mich, weil ich dann deine Meinung kenne und es freut sogar den YouTube-Algorithmus, weil er dann dieses Video auch anderen Leuten, anderen Tradern vorschlägt und das dann vielleicht für die auch interessant ist, insbesondere wenn sie im automatisierten Handel unterwegs sind. Also, ich will das Outro hier nicht so lange machen, deswegen sage ich einfach ciao und bis zum nächsten Mal.